Hey, wir könnten uns unter Bett verstecken. Bist du irre? Vielleicht passen wir hier rein. Bist du irre? Vito, verdammt, was machst du hier? Okay, ganz ruhig, Henry. Nimm die Waffe runter und schick die Jungs weg. Ich erkläre dir alles. Jungs, ihr wartet draußen. Wenn ich in ein paar Minuten nicht rauskomme, schaut mal nach. Hinsetzen. Was läuft hier, verdammt? Hör zu, Henry. Leo ist ein Freund von mir, okay? Er hat mir im Gefängnis praktisch das Leben gerettet. Ohne ihn wäre ich nicht in der Familie. Ich wusste nicht, dass Eddie ihn loswerden will. Ich musste ihn warnen. Das musst du verstehen. Ja, aber du musst verstehen, dass ich mir keine Fehler leisten kann. Wenn ich Leo laufen lasse, denkt Falcone, ich habe ihn absichtlich beschissen und verdammt, leg mich... Verdammt, Henry, ich bin dein Freund. Ich würde dasselbe für dich tun. Das hat nichts mit Freundschaft zu tun, Vito. Hier geht's ums Geschäft. Und wenn ich versage, bin ich fällig. Ich kann ihn nicht gehen lassen. Ich habe einen Job angenommen und muss ihn zu Ende bringen. Wenn du nicht zusehen willst, kannst du gehen. Keiner erfährt, dass du hier warst. Also keine Sorge. Hör zu. Leo hat mir erzählt, dass das alles nur wegen Falcones Drogengeschäften passiert. Er verstößt gegen die Regeln und will alle Mitwisser beseitigen. Na und? Die einzigen Menschen, die diese Regeln nicht brechen, sind Frank Vinci und Leo. Und die haben mich nicht auf ihrer Lohnliste. Vito, vielen Dank für alles. Aber geh jetzt besser. Ich hatte ein langes, gutes Leben. Riskiere nicht Kopf und Kragen, nur um meinem alten Mann noch ein paar Jährchen zu verschaffen. Nein, Leo, es muss einen Ausweg geben. Vito, geh. Sorry, Vito. Keiner erfährt, dass du hier warst. Pass auf, dass du nicht gesehen wirst. Du schuldest mir einen Gefallen, Kumpel. Was? Na, Kleiner? Leo! Willst du einen Drink? Was ist passiert? Dein Freund und ich haben uns geeinigt. Ich werde abtauchen. Mich hält nichts mehr in dieser Stadt, seit meine Frau gestorben ist. Ich wollte mich ohnehin in der wärmeren Gegend niederlassen. Tja, hauen wir ab, bevor dein Freund es sich noch anders überlegt. Okay, Vito. Würdest du mich jetzt zum Bahnhof bringen? Diese Stadt war immer gut zu mir, aber jetzt heißt es Abschied nehmen. Willst du etwa im Schlafanzug los? Worauf du einen lassen kannst. Ich bin lieber lebendig im Pyjama als tot im Smoking. Wirst du Frank erzählen, was passiert ist? Aber natürlich, keine Sorge. Ich werde deinen Namen nicht erwähnen. Du hast schon genug Sorgen. Danke, Leo. Die ganze Sache ist urplötzlich kompliziert geworden. Verstehst du? Natürlich, Victor. Das hast du erwartet. Du fährst den Eid, ziehst deinen schicken Anzug an und dann ist alles eine große Party? Carlo war schon immer ein verlogener Hurensohn. Sogar für jemanden aus der Branche. Ich habe Frank schon vor Jahren vor ihm gewarnt. Und was machst du jetzt? Ich verschwinde und lasse den Dingen ihren Lauf. Ich nehme den ersten Zug nach Last Heaven. Und ich rufe ein paar Leute an und kläre meine Angelegenheiten. Dann fahre ich zum Flughafen und fliege irgendwo hin, wo es warm ist. Morgen um diese Zeit liege ich irgendwo am Strand und trinke einen von diesen Fruchtdrinks mit einem Schirmchen drin. Eins ist klar, wenn Carlo mich tot sehen will, dann sollte ich nicht hierbleiben. Das wäre eine Einbahnstraße ins Leichenschauhaus. Ist das nicht übertrieben? Nein, ich wollte mich sowieso zur Ruhe setzen. Wenn du in meinem Alter bist, erscheinen all diese Auseinandersetzungen irgendwann sinnlos. Frank wird sich nie ändern. Er ist ein Streithammel. Heutzutage hört er nur noch auf die jungen Hitzköpfe, weil sie ihm sagen, was er hören will. Wenn er hinter Carlo her ist, kann er das auch ohne mich.
Es tut mir leid, dass ich dich in diesen Schlamassel mit hineingezogen habe. Hab's mir selbst ausgesucht. Du hast das alles nur ein wenig beschleunigt. Abgesehen davon, was hätte ich tun sollen? Etwa im Hafen schuften, wie mein alter Herr? Hey, bei mir läufst du offene Türen ein. Und was hast du für Pläne, Vito? Sieht so aus, als ob du jetzt bis zum Hals in Schwierigkeiten steckst. Ich hab keine. Ich will mir einfach nur eine goldene Nase verdienen. Ohne dabei eine Kugel in den Kopf zu bekommen. Sehr originell. Leichter gesagt als getan, das kannst du mir glauben. Okay, hier ist es. Danke für alles, Vito. Versprich mir einfach, dass du nie wieder etwas so Dummes machst wie heute. Deinen Hals zu riskieren, nur damit ein alter Mann noch ein paar Jahre mehr hat. Versprochen, das nächste Mal sehe ich zu, wie sie dich abknallen. Hab noch ein schönes Leben, alter Mann. Franny, was machst du denn hier? Vito, was soll ich nur tun? Ich kann nicht nach Hause. Ich will ihn nie wiedersehen. Was ist passiert? Wen denn? Eric. Dein Mann? Wieso? Er trinkt, feiert dauernd wilde Partys und er... Schlägt er dich? Nein, aber er hat eine andere irgendwo, ich weiß es. Ob er dich schlägt? Manchmal. Diesem Dreckskerl poliere ich die Fresse. Nein, Vito, bitte tu ihm nichts. Ich dachte, du könntest mit ihm reden. Auf dich wird er hören. Wo ist er? Ich weiß nicht. Er hat einen Freund in der River Street. Okay, normalerweise ist er dort. Alles wird gut. Hör mir zu. Wenn es dir besser geht, gehst du nach Hause. Ich rede mit Eric. Wenn er sich nicht heute noch bei dir entschuldigt, ruf mich an. Aber der kommt. Gut, Vito. Aber bitte tu ihm nichts, bitte. Keine Sorge. Ich pack ihn schon nicht so hart an.
Hey, Vito, womit kann ich dienen? Danke, Vito. War mir ein Vergnügen. Eric. Scheiße, was hast du hier verloren? Ich hab zu tun, klar? Hau ab. Kümmere dich lieber um deine Frau, du Arschloch. Ich zeig's dir, du schlägst keine Frau. Los, du Feigling! Wenn du meine Schwester nochmal schlägst, bring ich dich um. Verstanden? Ja. Ab sofort bleibst du zu Hause. Kein Dope mehr. Du hörst auf zu saufen und sorgst dafür, dass sie glücklich ist. Denn wenn ich je erfahre, dass sie es nicht ist, dann finde ich dich. Und dann kannst du dein Testament machen. Ist das klar? Ja. Okay, Herrschaften, die Party ist vorbei. Und dein Schwager braucht ihr in Zukunft erst gar nicht mehr einzuladen. Außer ihr wollt, dass ich wiederkomme und dasselbe mit euch mache, klar?
Vielleicht hat er eine Prügelei. Er treibt sich auch mit schrägen Typen rum. Er hat sich für alles entschuldigt, Vito. Er hat versprochen, mich gut zu behandeln. Jetzt ist alles wieder gut. Also lässt du ihn in Ruhe, ja? Na klar, sicher. Aber falls er dich nochmal anrührt, ist er tot. Wenn du dich hören könntest, Vito. Ich kenne dich gar nicht mehr. Hör zu. Lass uns einfach in Frieden, ja? Lass dich nicht mehr blicken. Fackel die Bude ab! Mach schon! Brenne, du Ittaka! Mein Haus! Scheiße! Fackel die Bude ab! Mach schon! Mein Haus! Scheiße!
Komm schon, Joe. Weh, du bist nicht zu Hause. Na los. Ich hoffe, du liegst nicht wieder im Koma. Komm! Keine Panik. Ich komme. Ich komme. Grillst du neuerdings in Unterwäsche? Ja. Kann ich reinkommen? Oh, ja. Ja, sicher. Ich hol dir einen Drink. Scheiße, was ist denn jetzt los? Nett, was? Mann, was ist denn hier passiert? Ich hab die Bude ein bisschen aufpoliert. Wie findest du's? Ist sehr originell. Ja, was? Hab ich selber gestaltet. Na, was ist passiert? Hier für dich. Diese drecksverfluchten Iren. Was ist mit ihnen? Was haben sie getan? Sie wollten mich umbringen. Was? Und sie haben mir die Bude abgefackelt. Ach du Kacke. Also, was willst du machen? Willst du jetzt die Sache mit den Iren regeln? Darauf kannst du Gift nehmen. Gut, beruhige dich. Trink was und lass mich ein paar Anrufe machen. Und hol dir was aus meinem Schrank. Außer du willst in Unterhosen den Rächer spielen. Danke. Ich hab schon gedacht, du fragst nie. Hey, hier ist Joe. Ja, ich weiß, aber du musst mir helfen. Eine Bande Iren wollte heute Nacht einen Freund haben. Toll. Haben seine Bude niedergebrannt. Ich will wissen, wer die sind und von wo aus die arbeiten. Hey, du wirst größere Sorgen haben, wenn du es mir nicht sagst. Mickey Desmond. Oh, ach so. Das erklärt ja einiges. Wo ist er jetzt? Ja, ja, ich weiß, wo das ist. Okay, danke. Hey, endlich beweist du mal Geschmack. Ich will das Hemd übrigens wiederhaben. Sowas Feines kriegt man heute nicht mehr. Ja, und zwar aus gutem Grund. Wo geht's denn hin? Zum Hill of Terror, dem irischen Laden in Kingston. Komm, ich erzähl dir den Rest im Wagen. Na los, steig ein. Hey, gestern Abend habe ich was im Fernsehen gesehen. Also da war so ein Irrer. Einer von diesen Vegetariern, klar? Diese Freaks, die kein Fleisch essen. Und der quatschte so eine Scheiße, dass man Tiere nicht schlachten darf, um sie zu essen. Was mich angeht, ich hab nichts gegen das Schlachten, wenn es einen guten Grund dafür gibt. Und dieses Steak ist mit Sicherheit ein guter Grund. Und wie steht's mit dir, Vito? Hast du was gegen das Schlachten? Zum Beispiel von menschlichen Tieren. Nein, nein, bitte nicht! Ich hab Frau und Kind! Das fällt dir ein bisschen spät ein. Was stinkt denn da so? Eddie, hast du gekotzt? Oh nein. Das muss Frankie Potts sein. Der Arsch hat dir in den Wagen gekotzt? Nein. Er liegt hinten drin. Was?